Servus, ich bin Amelie, die Französin von Otakring. Willkommen bei meinem Podcast. Ich habe viele Geschichten über mein Leben in Wien und ich hoffe, dass es für euch auch spannend wird. Am 18. Mai veranstalte ich zum dritten Mal ein Schneckenrennen in Wien. Was ist ein Schneckenrennen? Es ist eine sportliche Veranstaltung, die keinen Muskelkater macht. 15 gut trainierte Weinbergschnecken treten zu einem Wettbewerb an. Die erste, die zum Salatblatt kommt, gewinnt. Natürlich wettet jeder Gast auf eine Schnecke. Aber nicht mit Geld, nur mit Liebe. Es ist immer sehr spannend und lustig. Go, go, Falco! Maria Theresia, du bist euer sehr langsam. Wolfi, bitte renn gerade. Das ist, was man dabei hört. Ja, ich habe den Schnecken meiner liebsten österreichischen Personen gegeben. So laufen also Maria Theresia, Falco, Sisi, Franzel, Romy, Alma, Gustav, der Maler, Wolfi, der Musiker, Amelise, die Französin von Otakring, Otto, der Architekt, Sigmund, der Psychoanalytiker, Sarah, die Köchin, Udo, der Sänger, Marie-Antoinette und Stefan, der Schriftsteller mit. Ich werde euch nicht sagen, wer die besten Chancen hat zu gewinnen. Aber ich lade euch sehr herzlich zum nächsten Schneckenrennen ein. Es findet am 18. Mai ab 16 Uhr im Lokal Heinrich auf der Thaliastraße 12 statt. Das erste Mal, als ich ein Schneckenrennen veranstalte, war der 14. Juli. Viele Freunde hatten gedacht, dass es eine französische Tradition zum Nationalfeiertag war. Ist aber nicht. Es ist eine echte Tradition aus Otakring. Herr Heinrich veranstaltet einmal im Jahr ein Schneckenrennen in seinem Lokal. Als er mich vor ein paar Jahren dazu einlud, sagte ich ihm, dass er sowas nicht ohne mich veranstalten darf. Ja, Weinbergschnecken heißen auf Französisch Schnecken aus Burgund. Und ich bin aus dem Burgund. Nach einer langen Diskussion haben wir vereinbart, zwei Schneckenrennen im Jahr zu machen. Die offizielle von Heinrich und die Version mit französischem Flair von mir. Eine sehr schöne Geschichte aus Otakring.